Hey, hey, wir sind Noreen und Max, kommen aus Brandenburg, haben 3 Kids. Und seit über 6 Jahren missten wir unser Leben radikal aus, lebten fast dieselbe Zeit in einem 28 Quadratmeter großen Tiny House, umgeben von unzähligen Eichen und Fichten. Wir haben unseren Überfluss auf Flohmärkten verkauft, klickten uns aus unserem alten, unbewussten Konsumverhalten aus und stellten dabei fest, dass weniger im Leben auch im Real Life tatsächlich spürbar mehr sein kann. Vielleicht bist du ja auch dem Minimalismus-Trend verfallen. Zahlreiche Inspirationen auf YouTube, in Blogs, auf Instagram, die dich berieselt haben von der Magie des Minimalismus und dem unschlagbaren Fancy-Faktor, wer will, auch nur aus einem Rucksack leben zu können. Mit einer Hose, paar T-Shirts und einer Zahnbürste an Bord. Da dürfen wir uns aber schon die berechtigte Frage stellen, leben wir den Minimalismus oder interessieren wir uns dafür, weil wir ihn so richtig, richtig, richtig gut finden, weil er total gut in unser Leben passt, mit allen Vorzügen, aber eben auch allen Herausforderungen und Veränderungen, die das für unser Leben bedeutet. Weil wir den Minimalismus auch völlig freiwillig einen letzten kleinen Winkel unseres Kleiderschranks lassen wollen? Oder haben wir uns einfach nur mitreißen lassen von diesem Minimalismus-Hype, weil es einfach trendy ist, darüber zu sprechen, weil wir mitreden wollen? Ja, weil es einfach irgendwie jeder so tut, mehr oder weniger im Alltag, zumindest nach außen hin. Aber das wäre schlussendlich nicht mehr und nicht weniger als eine Lüge an uns selbst. Also, alles nur Hype? Darüber sprechen wir heute. Blicken wir erstmal ein paar Jahre zurück, fast auf den Tag genau vor 7 Jahren lernten Noreen und ich uns kennen. Und ob du es uns glaubst oder nicht, damals haben wir über einen Monat mit unserer Isomatte 1,20 breit, ein bisschen Kleidung, Bettwäsche und unseren 2 Bambuszahnbürsten in einem Golf-Kombi gelebt. Über einen Monat. Und ja, es war eng, es war sehr eng. Aber wir hatten irgendwie doch alles, was wir brauchten auf 3 Quadratmetern. Vor allem hatten wir eins, nämlich uns. Und in dieser Zeit, vielleicht kannst du es so ein bisschen nachvollziehen, haben wir einfach so intensiv wie nie zuvor gespürt, dass wir den Platz und den Raum und auch unseren Besitz viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben und völlig überdefiniert haben. Denn in dieser Zeit waren wir einfach absolut im Flow, alles hat funktioniert und wir waren so happy mit dem, was wir einfach nicht mehr hatten. Morgens ging es dann aus dem Auto direkt ins Fitnessstudio, ein bisschen duschen, frisch machen. Frühstück gab es dann beim Bäcker und am Tag waren wir dann kreativ arbeiten at work. Abends ging es dann wieder zurück ins Auto zum Übernachten in irgendeiner Seitenstraße von Berlin oder Brandenburg, meist an irgendeinem See, denn wir lieben das Wasser. Ja, der Minimalismus kommt schon mit sehr reizvollen Argumenten um die Ecke, wenn wir sie auch für uns erkennen. Wenn wir zum Beispiel am Wochenende keine 300 Euro hinblättern müssen für irgendwelchen Spittel oder zu viel Kleidung, also die wir sowieso nicht brauchen, sondern sie vielmehr investieren können in coole Unternehmungen, einen Badeausflug oder ein leckeres Eis mit den Kids, dann schiebt es einfach deinen Lifestyle-Regler so enorm in die Höhe. Und wenn das Eis deiner Tochter ja in einer absolut malerischen Umgebung, in einem wunderschönen, entspannten Moment in Slow Motion auf deine Hose tropft, dann ist das eben der Moment, der hängen bleibt. Ja, ich meine, das dritte Nudelholz von Ikea gerät das schon mal schnell in Vergessenheit. Scherz beiseite. Schon ein wenig vor der Zeit mit Noreen habe ich mich dem Minimalismus in ersten Schritten angenähert, einfach weil es sich für mich richtig angefühlt hat. Ja? Weniger kaufen, mehr Geld sparen und sich damit freier und besser fühlen. Also klang für mich irgendwie total logisch. Und der minimalistische Lebensstil damals schon bot für mich einfach zu viele Mehrwerte, zu viele Vorteile, als dass ich ihn einfach an mir vorbeiziehen lasse. Damals hatte es für mich eher so pragmatische Gründe, denn ich musste sehr, sehr stark auf meine Finanzen achten, bedingt durch meinen sehr knappen Lohn von knapp 1000 Euro im Monat. Und ich war zudem auch so ein bisschen vorgeprägt von der finanziellen Notsituation meines Dads damals in meiner Jugendzeit. Und allein das hat mein Denken über Finanzen, über den eigenen Konsum extrem geprägt und auch gewandelt. Und heute denke ich mir einfach so, es ist nie verkehrt, so einen kleinen Notgroschen auf dem Konto zu haben, bedingt durch bewussten Konsum durch den Minimalismus, falls doch mal die Tochter oder der Sohn um die Ecke kommt und nach einem leckeren Eis fragt und dass eben dafür auch genug Geld da ist. So, jetzt geben wir mal in die YouTube-Suchleiste das Wort Minimalismus ein und schauen uns mal an, was die Plattform uns alles so Schönes ausspuckt.
Unter da werden uns zahlreiche Videos, auch viele neue Videos in sehr kurzer Zeit empfohlen, die zum Ausmisten anregen sollen, die uns dazu motivieren sollen, unser Leben mal komplett zu entrümpeln. Dazwischen sieht man auch ein paar Videos von uns. Yay! Es ist so ein bisschen so ein Mix aus Marie Kondo-Ratschlägen, Loslasstipps und dem Gefühl, was damit vermittelt werden will. Ja, dass wir alle glücklich werden können, wenn wir unseren Konsum hinterfragen und auch den Besitz, der uns im Leben so umgibt, den wir so angehäuft haben. Und allein das, also den ersten Schritt zu gehen, da gehört schon eine Menge dazu, da spreche ich aus Erfahrung, aber es lohnt sich auf jeden Fall, so diesen ersten Schritt überhaupt mal zu gehen für sich. Doch sind wir eigentlich ehrlich zu uns selbst, wenn wir auf den Minimalismuszug aufspringen? Sobald wir minimalistisch leben, reduzierter und mit viel, viel weniger eigentlich noch glücklicher sind, und das vor allem auch nach außen hin tragen, also der Familie zeigen, unseren Freunden, der Community natürlich, so wie wir euch, aber auch der Erzieherin in der Kita, da machen wir damit ja schon sehr, sehr deutlich, was so unsere Werte im Leben sind. Lebt man diesen Lifestyle dann auch noch mit eigenen Kindern, dann wird das Fragezeichen draußen in der Gesellschaft natürlich noch viel, viel größer, einfach weil sich diese Menschen das eben noch weniger vorstellen können, wie man mit Kindern minimalistisch leben kann. Wenn du das erste Mal den Minimalismus in dein Leben lässt, so das allererste Mal, dann ist es so ein bisschen vergleichbar wie, ja, wie bei Neo in der Matrix. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber dir werden praktisch zwei Pillen angeboten. Einmal die blaue Pille. Wenn dir bewusst geworden ist, dass dein Leben bisher auf Banalitäten, auf Oberflächlichkeiten aufgebaut war, dass du dich bisher immer identifiziert hast darüber, wie viel du dir leisten kannst, was du dir kaufen kannst und das natürlich auch nach außen getragen hast. So ähnlich war das bei uns letztlich auch. Wir waren sowas von ready loszulassen. Wir wollten unsere Werte wieder zulassen und spüren und einfach dabei 100% ehrlich zu uns selbst sein. Oder du entscheidest dich für die rote Pille, für die zweite Pille, dass du praktisch dem gesellschaftlichen Hype des Minimalismus folgst, obwohl dir vielleicht klar ist, dass dieser Lifestyle eigentlich gar nicht so wirklich zu dir passt oder du noch nicht so weit bist oder er auch gar nicht deinen Werten im Leben entspricht. Aber du entscheidest dich, ein Teil davon zu sein, weil viele darüber sprechen, weil der Minimalismus eben das Thema ist, der neue Trend, der Lifestyle, den man sich einfach mal gönnt, und weil einfach viele Videos darüber veröffentlichen, Blogposts veröffentlichen, weil das vielleicht auch ein Thema ist in deinem Freundeskreis, in deiner Familie und du einfach auch zeigen willst, dass du ein Teil dieses Trends, dieses Hypes sein kannst. Mit der Red Pill ist aber auch leider so, dass wir uns dadurch selbst belügen, weil wir uns extrinsisch motivieren lassen. Also das, was draußen gesagt wird, worüber die Leute sprechen, was sie empfehlen, wie man zu leben hat und nicht aus deiner eigenen Überzeugung heraus, was auf Dauer aber glücklicher und zufrieden macht. Es gibt übrigens ein paar sehr gute Bücher zum Herdenprinzip, also dass wir Menschen gerne mal dazu tendieren oder neigen, unbewusst oder bewusst der breiten Masse zu folgen, ohne dabei auf unsere eigenen Wünsche und auch Bedürfnisse zu hören und zu achten. Sehr, sehr lesenswert, definitiv. Wir haben dazu auch mal ein Video gemacht, das findest du hier oben. Schau gerne mal rein. So, und was können wir jetzt eigentlich tun, um aus dem Hype-Minimalismus eine für uns echte und spürbare Lebenseinstellung zu machen? Zuallererst sich mitreißen lassen von neuen Trends, neuen fancy Dingen, die da draußen alle so passieren, das ist völlig normal und absolut menschlich. Als ich mein erstes Video zum Thema Minimalismus hier auf diesem Kanal veröffentlicht habe, da habe ich mich natürlich auch erstmal so ein bisschen hypen lassen, aber nicht, weil das Thema Minimalismus damals noch relativ neu war, sondern weil es sich für mich von Anfang an richtig und gut angefühlt hat, weil es einfach auch sehr gut in meine damalige Lebenssituation gepasst hat. Wir Menschen sind von Natur aus Herdentiere und wir tun meist das, was die breite Bevölkerung tut, wie sie reagiert, und orientieren uns einfach tagtäglich daran. Und dennoch können wir den Minimalismus auf unsere Art und Weise, in unserem Tempo, in unserem eigenen Flow, ja, für uns lebendig werden lassen. Und das geht eben am besten, wenn wir aus einem anfänglichen Hype, der muss sich auch erstmal setzen, es muss ja auch ein bisschen Zeit ins Land gehen und wir müssen auch erstmal checken, was so passiert, wenn wir daraus eine Routine machen. Noch besser, eine Gewohnheit, die wir so selbstverständlich in unserem Alltag umsetzen, wie das Zähneputzen am Morgen. Du musst dir mal vorstellen, du kannst sein, wie du bist und dennoch minimalistisch leben. Geiles Gefühl, oder? Du musst niemandem etwas beweisen. Du musst auch dich nicht verbiegen, nur weil es gerade gehypt wird. Denn sobald du etwas tust, weil du es richtig, richtig gut findest, tust du es ehrlicher, du tust es aufrichtiger und dankbarer. Und dann passt dein Handeln nämlich auch zu 100% zu deinen Werten im Leben. Und das kann ein sehr, sehr schönes und auch sehr befreiendes Gefühl in dir auslösen. Weil alles, was passiert, nur deshalb passiert, weil du es bewusst zulässt. Nicht durch externe Einflüsse da draußen, sondern bedingt durch dein Herz, den Verstand und dein Bauchgefühl. Das kann zum Beispiel sein, dass du die endlichen Ressourcen unserer Erde sinnvoll nutzen möchtest. Dass du das Teilen unter Freunden oder Familie als persönliche Bereicherung siehst. Oder dass du dich in deinen vier Wänden einfach so richtig wohlfühlst, nach langer Zeit mal wieder, weil du es geschafft hast, dich von unnötigem Ballast zu befreien. Völlig freiwillig, völlig gewollt. Ganz unabhängig von Aufmerksamkeit, Fame und Klicks.
Wir haben mit unseren Kids freiwillig in einem Tiny House gewohnt. Dass es am Ende über 4 Jahre geworden sind, hätten wir niemals für möglich gehalten. Aber es kam eben so, weil wir ja einfach offen in diese Idee reingegangen sind, der wir auch wirklich mit ganz, ganz viel Neugier und Mut begegnet sind. Wir hatten auch kein festes Ziel irgendwie auf ein Blatt Papier geschrieben, so nach dem Motto, so lange haben wir jetzt vor, in einem Tiny House zu leben. Vielmehr hatten wir einfach den Wunsch, unser Leben komplett neu auszurichten. Andere Werte, weniger Konsum, ehrlicher und auch mehr bei uns selbst. Wir haben heftige Winter erlebt bis minus 15 Grad, viel zu heiße Sommer bis 32 Grad im Tiny House. Wir haben Tage und Nächte damit verbracht, uns so stark zu reduzieren, dass wir überhaupt diesen Einzug möglich machen können. Es kostete uns wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Aufwand, Gedanken und Gehirnschmalz. Und dennoch, wir sind mit den wertvollsten Erkenntnissen, Erfahrungen und neuen Werten für uns aus dem Tiny House gezogen, die wir heute zu 100% leben. Natürlich gemeinsam mit unseren Kindern. Vergiss niemals, egal was dich heute und auch in Zukunft interessieren wird, versuch dich niemals künstlich mitreißen zu lassen von irgendwelchen Trends oder Hypes, sondern versuch eher dich intrinsisch zu motivieren, also aus eigener Überzeugung etwas zu tun, wovon du überzeugt bist, was gut in dein Leben passt und was sich einfach für dich gut anfühlt. Wie unser Weg des Ausmissens ausschaut und des Loslassens, das zeigen wir euch ja bereits seit einigen Jahren hier auf YouTube beziehungsweise auch drüben auf unserem Instagram-Profil, also schaut auch gerne mal drüben vorbei, würde uns mega freuen. Und jetzt lasst uns starten in einen richtig coolen, entspannten Samstagabend mit einer letzten Frage aus dem Video. Wann hast du das letzte Mal etwas getan, nicht für den Hype, nicht für den Trend, nicht für mehr Aufmerksamkeit, Klicks oder Fame, sondern ausschließlich für dich selbst? Teil gerne dein Statement mit uns in den Kommentaren, behalte es auch gerne für dich, je nachdem, worauf du einfach Lust hast. Würde mich auf jeden Fall über ein paar Zeilen zu dem heutigen Video freuen, zu deinen Gedanken. Und nun wünsche ich dir ganz persönlich, dass du den Minimalismus so in deinem Leben integrieren kannst, wie am besten zu dir passt. Bis bald und hab eine gute Zeit.